Beginnen wir gleich mit der Arbeit. Wir wählen ein Design, das eben zum Thema passt, ein bisschen actionmäßig daherkommen soll. Für eine geschäftliche Präsentation würde ich dieses Design jetzt eher nicht wählen, für ein Klassenlager, warum nicht? Die Schrift ist zwar elegant, aber irgendwie fast ein bisschen zu klassisch. Hier wähle ich lieber eine etwas schlichtere oder modernere Schrift. Deshalb, wie immer, Format, Schriftarten ersetzen durch die Kolibri. Und alle folgenden Schriften sollten nun auch ersetzt werden. Hier gehören noch ein paar Bilder dazu. Da wählen wir am besten diese Ansicht, dieses hier. Der Pass und das Feuer. Alle drei Bilder wähle ich mit der gedrückten Umschalttaste aus und wähle als Breite 8 cm. All diesen Bildern gebe ich gleich noch ein Aussehen. Es hat hier schon vorgefertigte Designs für Bilder, einen Rahmen. Die einzelnen Bilder kann ich problemlos drehen. An diesem Anfasser. Recht toll gelöst finde ich diese Button neu anordnen. Hier erhältst du eine 3D-Ansicht und du kannst die Reihenfolge der Bilder anschließend ändern. Nun kommt eine neue Folie dazu. Und zwar nehme ich hier einfach eine leere Folie und die entsprechenden Bilder. Mit der gedrückten Alt-Taste stelle ich sicher, dass sie zentriert bleiben und so noch einen schönen Rand rundherum haben. Und hier wähle ich jetzt manuell einen Effekt, nämlich einen Schlagschatten. Vielleicht gerade den ich jetzt aber noch anpasse. Der Winkel eher nach unten. Die Größe bzw. das Weichzeichnen etwas stärker, vielleicht etwa so, dass er wirklich sehr weich ist. Ich könnte ihn noch etwas dunkler machen. Und jetzt wirkt er noch etwas kräftiger, dieser 3D-Effekt. Nehmen wir eine nächste Folie dazu, wiederum eine leere, und fügen das nächste Bild rein. Dieses hier wird ebenfalls wieder über die Alt-Taste leicht verkleinert, soll jetzt aber quadratisch sein. Über Zuschneiden bzw. diese verschiedenen Möglichkeiten. Du könntest jetzt beispielsweise auch das kreisförmig zuschneiden oder in einen Pfeil hineinversetzen. Was durchaus ein witziger Effekt sein kann, vielleicht sogar in diesem Fall aber wähle ich ganz normal zuschneiden und wiederum mit der gedrückten Alt-Taste stelle ich sicher, dass eben zentriert zugeschnitten wird und ich wähle ein ungefähr quadratisches Format. Mit der Enter-Taste bzw. einem Klick daneben wird das übernommen und hier nun wiederum derselbe Effekt mit dem Schlagschatten.
Beim nächsten Bild soll wieder dieser Schlagschatten zum Zug kommen. Ich zeige dir jetzt noch einen einfachen Trick. Wir wählen das letzte Bild an mit diesem Schlagschatten, klicken auf dieses Formatierung übertragen Symbol, diesen Pinsel, gehen auf die folgende Folie und klicken wieder hinein und sogleich wird dieser Effekt auf dieses Bild übertragen. Bei diesem Bild ist der Kontrast etwas gar stark und es ist auch leicht zu dunkel, sodass eben in den Schatten gar keine Gesichter mehr zu sehen sind. Ich möchte dir zeigen, wie du eben auch Bilder nachträglich optimieren kannst. Idealerweise macht man das schon in einem Bildbearbeitungsprogramm, aber über Korrekturen hast du hier auch die Möglichkeit, das Bild entweder manuell zu ändern oder eben gemäß diesen Vorschlägen. Mir scheint jetzt da eine Erhöhung der Helligkeit und eine leichte Kontrastverminderung schon eine wesentliche Verbesserung zu bringen. Vielleicht noch ein letzter Gag im Zusammenhang mit Bildern. Du hättest hier natürlich noch verschiedene andere tolle Funktionen, die aber natürlich meistens etwas vom Inhalt ablenken. Ich vermeide sie, wenn immer möglich. Ebenso kannst du ein Bild auf Alt trimmen oder sonstige Bildeffekte hinzufügen. Aber was manchmal, vor allem bei Grafiken eben noch sinnvoll ist, ist diese Freistellungsfunktion, mit der kann man im Bild noch Konturen suchen lassen. Beispielsweise hier findet PowerPoint jetzt automatisch die Umrisse des Hauses und eigentlich auch mehrheitlich der Gruppe. Es stimmt zum Teil nicht so ganz. Mit einem Klick mit diesem Minus werden gewisse Bereiche weggenommen, beziehungsweise in die Frisur werden wieder andere hinzugefügt. Und wenn wir jetzt mit der Enter-Taste klicken, siehst du, haben wir doch einen recht hübschen Effekt, dass eben diese Gruppe wie freigestellt auf dem Hintergrund liegt. Es ist doch nicht perfekt gelungen, vor allem da bei diesen drei Köpfen. Da müsste man noch etwas Detailarbeit leisten, aber das ist ja auch mehr einfach mal als Demonstration gedacht. Ich gehe hier jetzt wieder zurück. Und auf der letzten Folie wählen wir diesen Abspann hier. Das Bild müssen wir nur hineinziehen und es springt automatisch in diesen Platzhalter und der Effekt ist auch schon integriert. Und jetzt also der Text und für das Copyright-Zeichen Alt-C und fertig ist mal die Geschichte mit den Bildern.